Vielen Dank, Frau Sie Präsidentin. Haben jetzt das Wort. Meine Damen und Herren, Straßenausbaubeiträge abschaffen, ein politisches Ziel der AfD im Auftrag unserer Wähler. Und selbstverständlich, das ist vergessen worden bei meinen Vorrednern, war es die AfD-Fraktion, die schon Anfang 2018 als erste Fraktion dieses wichtige Thema hier auf die Tagesordnung setzte und die Landesregierung aufforderte, den Weg freizumachen, die unsozialen Straßenausbaubeiträge endlich abzuschaffen. Komischerweise haben wir dafür damals keine Mehrheit bekommen. Und vor 11 Monaten versammelten sich alle Fraktionen hier der Altparteien geschlossen hinter Innenminister Stahlknecht, der hier unmissverständlich klar machte, ich zitiere aus dem Plenarprotokoll vom 9. März 2018, wir sehen keine Notwendigkeit, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, und er fügte an, weil wir das bestehende System völlig auf den Kopf stellen würden. Keine einzige Fraktion äußerte sich damals in der Debatte zum Antrag der AfD, auch die Linke nicht, offenbar war es ihnen damals nicht wichtig. Man lehnte Redebeiträge ab mit Verweis, der Innenminister hätte ja alles schon gesagt. Und jetzt plötzlich hat die Scheinopposition Linke ein Thema entdeckt, übernimmt es von der AfD. Sie stimmen unseren Anträgen ja immer nicht zu, aber wir unterscheiden uns, denn die AfD wird den Antrag unterstützen. Wir unterstützen generell Anträge, die zum Vorteil unserer Bürger da draußen sind, denn wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Interessen und nicht irgendwelche strategischen Parteiüberlegungen, meine Damen und Herren. Inzwischen sind bereits 3 weitere Fraktionen auf den Zug aufgesprungen und schließen sich der Forderung der AfD an nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Und Frau Schindler, Sie haben ja gerade gesprochen, ich habe Ihnen zugehört. Bei Ihnen klang das vor einem Jahr alles noch ganz anders. Steht sogar im Protokoll drin. Schauen Sie nochmal nach. Deswegen habe ich es hier nochmal mit. Das hat der Innenminister gesagt. Sie sind gegen die Abschaffung. Und Sie sagten dort wortwörtlich, steht drin, den Ausführungen des Ministers ist nicht hinzuzufügen, ich verzichte auf meinen Redebeitrag. Das heißt, Sie waren für die Straßenausbaubeiträge vor 11 Monaten. Und man fragt sich, was ist eigentlich in den 11 Monaten passiert? Ich kann es Ihnen sagen. Eine Wahlschlappe in Hessen, eine Wahlschlappe in Bayern. Sie haben erkannt, ganz faktisch, dass auch im Westen Ihnen die Wähler davonlaufen. Die Menschen im Westen haben offenbar auch die Nase voll von den Champagner-Sozialisten der SPD. Und auch dort marschieren sie Richtung 5%. Und jetzt ist natürlich die Panik ausgebrochen. Es kommt Kommunalwahl, klar, die SPD braucht neue Themen. Und deswegen schließen sie sich jetzt auch noch an. Mittlerweile haben wir 4 Fraktionen, die gegen die Straßenausbaubeiträge sind. Aber es gibt heute wieder keine Mehrheit. Und das zeigt doch, wie Sie mit der Demokratie umgehen. Ich finde das einen blanken Hohn, aber wir haben kein Problem damit. Wir stimmen dem Antrag der Linken zu. Das müssen Sie mit sich ausmachen, meine Damen und Herren von den linken Fraktionen hier, wenn Sie diesem Antrag heute wieder nicht zustimmen, obwohl Sie eine Pressemitteilung nach der anderen rausjagen und den Leuten erzählen, dass Sie ja auch gegen die Straßenausbaubeiträge sind. Das nimmt Ihnen kein Mensch ab. Da können Sie noch so viel von der Ostoffensive reden, davon, dass Sie jetzt endlich im Osten was bewegen wollen für die Bürger. Machen Sie doch endlich eine Politik für die Bürger. Setzen Sie mal was um und gründen Sie nicht nur Arbeitsgruppen 11 Monate danach. Aber das nehmen wir auch zur Kenntnis, dass es das jetzt wenigstens gibt. Darum bleibt mir am Ende zu sagen, AfD wirkt, es gibt jetzt wenigstens eine Arbeitsgruppe. Dankeschön.